und herzlich willkommen bei Game Together mit Matze und Sammy. Und heute haben wir was richtig Fettes, und zwar Shogun 2 Total War in der Collectors Edition. Und die befreien wir uns hier auch mal aus ihrem Replikat, ne? Nennt ihr das Ganze von einem Holz, und zwar ist das Ganze aus... Ja, das ist aus Pappe, aber an und für sich war das mal so eine Verpackung für so ein Buch, und zwar vom Sun Tzu. Sun Tzu, ist das zum Essen oder? Nee, Sun Tzu, ey, das ist übelst der bekannte Kriegsherr. So 30 vor Christus, da hat er mit einer 30.000 Mann Armee eine zehnfache große Armee so richtig platt gemacht. Richtig platt gemacht. Durch Taktik. Und dann hat er noch das Ganze aufgeschrieben in so ein komisches Buch, und das ist so ein Replika davon. Und heutzutage sind auch die Sun Tzu Weisheiten aus seinem Buch ein wertvolles Taktik. Buch, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und daraus hat dann Sega einfach ein Spiel gemacht, das Ganze hier in ein Bambus-Replikat gepackt, und was da drin ist, das haben wir jetzt mal raus, und siehe da, von ganz alleine geht ihr dann eine Klappe auf, und da und lassen wir erstmal das Highlight erstmal auf der Seite und holen mal das Spiel raus und klappen mal die PC-Schachtel mal auf, vielleicht gibt es das mal kurz hin, oder? Und die Anleitung selber, da habe ich schon vorher mal reingeschaut, die ist eigentlich unspektakulär und kann mit dem Spiel auf jeden Fall nicht mithalten und ist auch nur 17 Seiten stark und maximal eine Klositzung überhaupt wert. Da kann man sogar sein eigenes Kriegsbuch reinschreiben. Ja. Da kann man dann seine eigenen Schlachtzüge dann rein. Seine Taktiken. In die Notizen dann verewigen. Okay. Dann haben ja, wir hier drin DVD. Auch noch, dann das Ganze hier auch noch die. Die Limited, die Collector's Edition Box ist, haben wir da auch noch Download-Inhalte auf der Extra-Karte dann dahinter nochmal drin. Und die beinhalten nochmal was, Matze? Und zwar, da sind so ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel, ja, also da haben wir erstmal einen extra Ninja-Clan, so eine extra Spezialtruppe vermute ich mal. Dann ein zusätzliches historisches Szenario. Und dann habt ihr eine spezielle Rüstung für euren Spiel-Avatar. Und ein Online-Konto für ein Spiel-Avatar. Also das heißt, dann könnt ihr auch online euren General pimpen. Und alle können sehen, oder? Denk mal, davon gehe ich mal schwer mal aus. Genau. Und noch mehr zum Sehen gibt es dann hier in diesem tollen Artbook, wo dann sogar zu dem Ganzen, was hier dann da drin zu sehen ist, eine Einführung ist, eine Introduction, wo er ganz stimmig auf jeden Fall gemacht ist. Und daraufhin folgen dann die ganzen Zeichnungen. Zum Ende sehr schöne Bilder. Leider fehlen unter diesen ganzen Bildern Beschreibungen. Wäre besser gewesen, wenn da nochmal was dazu drin gestanden wäre. So muss man dann einfach dann die Bilder sprechen lassen, aber die sind auf jeden Fall ganz schick gemacht. Erhöht Klositzungen um? Die Seite habe ich jetzt gerade gar nicht vor mir. Doch, 44, ich würde sagen, das macht nochmal plus 4 mit Einleitungen, wo ich da mal sagen, locker 5 Klositzungen oder 4, so rum, je nachdem. Okay. Ganz cool gemacht. Bildzeitung für Japaner. Oder so. Das packen wir jetzt mal wieder hier rein. Und befreien jetzt mal die Figur. Matze, die darfst du mal rausholen, so lang. Eine Qual mit den Boxen. Ja. Okay. Und da haben wir hier einen Krieger drin. Mal nichts zum Zusammenbauen. Und das Coole ist, der fühlt sich auch richtig schön schwer und stabil an. Es ist echt kein Schrott. Ja, Kunststoff. Fährt auch nicht lang rum. Ja, ist zwar Kunststoff, aber das lernen sie jetzt hier so ein bisschen rumbiegen und so. Das Schwert hat auch hier locker in der Hand. Also ist zwar keine Actionfigur, sieht aber auf jeden Fall schick aus. Und für Fans, also muss. Das ist ein bedeutender General. Und zwar hieß der Takeda Shingen oder so. Und ja, also das ist keine unbedeutende Person auf jeden Fall. Also es steckt jemand dahinter. Also Shogun-Fans werden diesen General wirklich vielleicht lieben. Ja, vielleicht. Okay. Vielleicht auch hassen, wenn es die Gegnerseite ist. Wer weiß. Okay, auf jeden Fall sieht schick aus, ist wirklich toll. Also eine gute Ergänzung für die bisherige Sammlung. Und und ich würde mal sagen, das Ganze hier lassen wir jetzt mal weichen für etwas noch Größeres, denn wir haben nicht nur die Collectors Edition, sondern wir haben auch noch die Grandmaster von Shogun 2. Genau. Und die packen wir auch mal aus. Ja.
Genau. Ich glaube, wir müssen die zumindest mal hier die Packung hier mal was verschwinden lassen. Jo. Diesen Krieger lassen wir noch kurz stehen. Also vom Gewicht fühlt sich sehr schwer an. Ist sehr vielversprechend, allein schon vom Gewicht her. Und da drin verbirgt sich dann noch einmal die ganz normale Collector's Edition. Das ist schon mal ziemlich fett. Und da ist halt nur noch Platz für eine weitere Schachtel. Und zwar. Ich komme mir schon vor wie der DPD hier. Und zwar etwas abseits vom Computerbildschirm. Ja. Man sieht schon, dass da etwas aus Holz drin sein muss. Und siehe da, wir haben ein Schachbrett. Ja, aber mit dem Shogun-Aufdruck. Puh. Ja, riecht schon mal schön nach Holz. Und da haben wir dann hier die ganzen Figuren drin. Und ich würde sagen, in Zeitraffer bauen wir jetzt hier mal das Schlachtfeld mal auf. Das sind wir wieder in normaler Geschwindigkeit. Das Schachspiel ist aufgebaut. Zu den Figuren, die fühlen sich relativ schwer an. Haben hier unten dran auch nochmal so einen Stoff, damit man hier dann die Oberfläche schonen kann. Sliden kann. Und die sind handbemalt übrigens. Also die sind auch, also diese Edition ist auf 999 Stück in Deutschland limitiert. Das heißt, wenn ihr so eine haben wollt, dann guckt zu, dass ihr sie entweder auf eBay schnell von einem holt, der es nicht mag, oder in neu. Es gibt, denke ich mal, jetzt noch ein paar, aber eine schon mal weniger, denn die haben jetzt wir. Bloß ist es leider aufgefallen, dass eine Figur fehlt. Ich hoffe, das ist nur bei uns so der Fall. Ich denke mal, die werden wir noch vom Hersteller noch mal zugeschickt bekommen. Deswegen nehmen wir vielleicht als Ersatz irgendwie vielleicht auch unsere Rayman-Figur oder diesen Kollegen da hier. Mal schauen. Auf jeden Fall, das Ganze hier macht einen sehr ordentlichen Eindruck und kommt ziemlich hochwertig rüber. Und riecht ziemlich streng. Und riecht schön nach Holz. Und das bestimmt noch ein paar Tage lang. Und also ich persönlich finde es ziemlich toll. Ja. 110 Euro für die Fat Edition hier und 70 für die normale. Ist für beides absolut in Ordnung. Ja. Ja. Vor allem der Krieger ist auch mal in der großen Edition enthalten, dank der Collector's Edition. Und es war's auch schon wieder von Shogun 2 in der Collector's und Grandmaster Edition. Und hiermit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Na? Mhm. Weiß beginnt. So, jetzt. Ach, stimmt, ey. Schwarz gewinnt. So. Mit dem darfst du nur so laufen. Also immer so oder Scheiße, so. Ich bin ja schon Schach. Geht ja gar nicht. Wie, du bist Schach? Ja, aber dann. Ah, nicht der Bauer. So. So. Der Matze kennt ja sowas wie Taktik. Ja, ich glaube, in dem Spiel würde ich auch gnadenlos versagen. Ist halt echt unfair, dass ich einen Bauern weniger habe. What?
brauche ich gar nichts. Dahin kann ich nicht, dahin kann ich nicht, dahin kann ich nicht, dahin kann ich nicht. Warte. Ah ne, ich bin noch nicht Schach. Ne. Ach, du musst was machen, ich oder? Ich bin Patt. Ich kann nicht mehr ziehen. Das heißt, wir haben... Also quasi, Patt ist, dass ich nicht mehr ziehen kann. Und du also gewonnen hast dadurch. Das heißt, du kannst meinen König nicht wegschlagen, aber ich kann auch nirgendwo hin. Da nicht hin. Da. Ja, mit dem nächsten Zug halt schon, indem ich einfach unten ziehe. Ja, nee, aber ich kann jetzt keinen Zug mehr machen. Ich kann nur nicht mal mit meinem Bauern ziehen. Das heißt, ich bin Patt. Patt! Matze ist Patt und Platt. Schachmatt. Nicht ganz, aber Patt. Patt. Ciao, ciao. Ciao.